1, 2, 3. Sonja, warum tust du schwingen? Weil es cool ist. Was ist denn cool? Das Ganze, also die ganze Atmosphäre, der Zweikampf, das Publikum, die Spannung, die Kulisse, die wir haben, einfach das Ganze drum und dran. Ist das Schwingen bis jetzt kein Frauensport gewesen? Das ist nicht wahr. Der eidgenössische Frauenschwingerverband gibt es seit 20 Jahren. Und wir schwingen genauso gerne und genauso mit der gleichen Leidenschaft wie die Männer. Und darum finde ich, es ist nicht wahr, dass es kein Frauensport ist. Okay. Aber die Männer sehen es nicht so gerne, dass Frauen schwingen. Sagen Sie so, was sagst du dazu? Es gibt beides. Also es gibt solche, die es sehr cool finden, und dann gibt es halt auch die anderen. Aber das ist halt so. Was lernst du aus einer Niederlage? Wieder aufstehen, weitergehen, vorwärts schauen. Und was man sieht? Daran glauben, dass es klappt. Also das Mentale ist sehr wichtig. Was bringt dir das in deinem Alltag? Sehr viel. Also auch mit jensten Sorten von Niederlagen wieder können anstehen, aufstehen, wieder weiterdenken, neue Ziele setzen, vorwärts schauen, durchhalten wollen. Also ja, man muss einfach immer weitermachen.